Liebe Genossinnen, liebe Genossen, lieber Thomas, liebe Stine, recht herzlichen Dank für die Einladung. Ich bin natürlich sehr gerne zu euch gekommen. Früh vor allen Dingen, genau. Weil mich natürlich nicht nur eure Debatte hier interessiert, der ich natürlich auch dann noch folgen werde, sondern weil ich natürlich gern das ein oder andere loswerden möchte, was, glaube ich, unsere Partei und das, was die Konflikte, in denen wir zurzeit stehen, natürlich nicht nur intern, sondern vor allen Dingen nach außen ausmacht. Und da würde ich mich natürlich auch gern positionieren. Das Erste, natürlich zu euch selber. Ich habe ja mitgekriegt, ihr hattet gestern interessante und auch kontroverse Debatten zu schwierigen Themen. Was mich besonders freut ist, liebe Genossinnen und Genossen, dass diese Regierungsbeteiligung bei euch in Brandenburg nach einem doch etwas schwierigen Start inzwischen eine Zustimmungsrate bei der Bevölkerung von 48% hat. Das ist klasse. Und um es auch gleich vorwegzunehmen, ich weiß, der Koalitionsvertrag, den ihr hattet vor einem Jahr, der war nicht unumstritten in der Partei, hat zu vielen Debatten geführt. Aber eins ist auch klar, auch wir von der Bundesebene, wir legen größten Wert darauf, dass dieses Modell hier bei euch ein Erfolgsmodell wird, weil es ein Stück weit natürlich Ausstrahlung hat auf die ganze Partei hinein. Also und deshalb, da gibt es einen schönen Spruch vom Fußball, ihr Anfang mag sein, wie ihr will, wichtig ist, dass der Ausgang unser ist. Und ich hoffe, dass es uns gelingt, mit dieser Landesregierung auch die Ausstrahlung in die Partei hinein zu gewinnen, die notwendig ist, um auch künftig zu sagen, ja, Regierungsbeteiligung ist für die Linke eine Option, die wir ziehen, wenn es für uns von entsprechendem Erfolg gekrönt sein kann. Das heißt, Maßstab sind für uns immer die Bürger, Maßstab sind immer die realen Veränderungen im Interesse der Mehrheit der Menschen in unserem Lande. Und wenn man eine Landesregierung daran misst und wenn man sagt, ja, okay, das war im Interesse der Bürger, dann ist es von Erfolg gekrönt. Und ich wünsche mir wirklich von Herzen, dass es gelingt, dass wir auch nach einem Jahr, nach zwei Jahren, nach drei Jahren immer sagen können, es war im Ergebnis ein Erfolg. Dann ist der Maßstab korrekt und richtig gewählt. Das Zweite, ich wollte nur einen ganz kurzen Satz sagen zu dieser Auseinandersetzung, die ihr gestern habt, zu dieser Debatte um insbesondere, sagen wir ganz breit, um die Umweltthemen. Meine Haltung ist die, da bin ich aber auch geprägt von meiner Herkunft, wenn man einen Vertrag schließt, wenn man Verträge unterzeichnet, dann ist man an die auch gebunden, da muss man sie auch einhalten. Das ist meine Haltung dazu. Dann kann man überlegen vorher, ob man sie abschließt, das ist eine andere Frage. Aber wenn sie abgeschlossen sind, dann muss man sie einhalten. Sonst gibt es ja keine Grundlage mehr für irgendeine Zusammenarbeit. Das gilt für Tarifverträge, das gilt für Arbeitsverträge, das gilt für Koalitionsverträge, das gilt für alle Verträge, übrigens auch für Kaufverträge. So. Das heißt aber auch, dass es keine Notwendigkeit gibt, darüber besonders hinauszugehen und die Grenzen dieses Koalitionsvertrags, die man ja setzt, an der einen oder anderen Stelle zu überschreiten. Die Notwendigkeit gibt es auch nicht. Und deshalb ist aus meiner Sicht das, was ihr gestern beschlossen habt, ein guter Kompromiss. Ich sage es mal so, guter Kompromiss in dieser Frage. Mehr möchte ich dazu nicht sagen. Entscheidend für uns muss immer sein, dass, und das muss uns von anderen Parteien unterscheiden, ich mache mal noch mal ein Beispiel, wenn Müntefering sich irgendwann hingestellt hat und gesagt hat, er findet es unredlich, dass er nach der Wahl auf das angesprochen wird, was er vor der Wahl gesagt hat. Das hat er ja wörtlich gesagt, er findet es unredlich, dass er gefragt wird, dann ist es ein Verfall von politischer Sitte und politischer Moral, liebe Genossinnen und Genossen. Das geht nicht. Und deshalb müssen wir uns immer ganz genau auch auf das beziehen, was wir vor der Wahl sagen. Das ist unsere Glaubwürdigkeit. Von dem hängt ab, ob die Bürger sagen, ja, wir bleiben dabei, dass wir die Linken wählen oder wir können uns sogar vorstellen, dass wir sie wählen, obwohl wir sie noch nicht gewählt haben. Da ist entscheidend, dass wir wirklich auch nach einer Wahl das machen, was wir vor der Wahl gesagt haben. In Baden-Württemberg haben die zurzeit einen Wahlkampfslogan, da steht drauf, die Linke sozial auch nach der Wahl. Ja, das ist genau um das geht es, dass wir genau diese Fragen der Glaubwürdigkeit auch immer in den Vordergrund stellen. Wir haben eine ganz besondere Verantwortung in unserem Land als Partei. Und da hat sich auch
Natürlich in den letzten 5, 6, 7 Jahren was verändert, weil ihr wart in Brandenburg schon immer eine starke PDS und jetzt versuchen wir, eine starke bundesrepublikanische Linke zu werden. Und wir haben ganz besondere Verantwortung für 3 Themenblöcke, auf die werde ich dann auch gleich nochmal eingehen. Ein ganz besonders wichtiger Themenblock für uns ist die Frage der sozialen Gerechtigkeit. Können sich die Menschen darauf verlassen, dass wir dafür eintreten, tatsächlich ihre Lage aufzugreifen und vernünftig, positiv für sie zu verbessern? Das ist ganz ein entscheidender Punkt. Der zweite Punkt ist die Frage der Demokratie. Wir müssen die Partei, wir sagen immer, der demokratischen Erneuerung sein. Und der dritte Block, das ist die Frage der Friedenspolitik. Wir müssen Garant dafür sein, dass es dabei bleibt, dass von Deutschland nicht nur nie wieder ein Krieg ausgeht, sondern dass wir uns auch nicht an Kriegseinsätzen, egal wo, beteiligen. Das ist unsere Position. Und an diesen Kernthemen, werden wir gemessen werden. Liebe Genossinnen und Genossen, in dem Zusammenhang ist eben Partei auch kein Selbstzweck, will ich immer betonen, auch keine Kuschelecke, und auch keine Selbstfindungsgruppe, sondern eine Partei ist dann aus meiner Sicht immer Mittel zum Zweck zur Veränderung der Situation, der Lebensverhältnisse, der Mehrheit der Bürger in unserem Land, und zwar zum Positiven. Das ist eine Partei. Und da geht es natürlich auch nicht immer unproblematisch zu, da gibt es natürlich auch die Frage des richtigen Wegs, die Frage der richtigen Positionen, das ist normal. Aber wenn wir uns immer am Horizont dessen orientieren, was wirklich im Interesse der Mehrheit der Bürger in unserem Lande ist, dann glaube ich, haben wir da einen guten Kompass. Ich möchte jetzt nochmal einige Punkte aufgreifen aus meiner Sicht, die uns jetzt in der Debatte in den nächsten Wochen, auch in der Programmdebatte, aber auch in der Außendarstellung begleiten müssen. Die erste Frage ist die Verteilungsgerechtigkeit und dabei steht zuvorderst, wer kriegt eigentlich was von dem, was er in diesem Lande erwirtschaftet hat? Jetzt hatten wir einen Aufschwung, den letzten. Das war der erste Aufschwung in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland, wo die realen Löhne gesunken sind. Der erste. Es gab es noch nie in der Geschichte der Bundesrepublik, dass wir während eines Aufschwungs sinkende Löhne hatten. 1,4% weniger Reallöhne während eines Aufschwungs. Jetzt debattiert die Kanzlerin und andere. Sie hätte jetzt insbesondere auch Guido, ne? Die fühlen sich jetzt alle verantwortlich für einen Aufschwung. Und wir müssen die Frage stellen als Linke, ist es ein Aufschwung für alle oder ist es ein Aufschwung für wenige und was trägt dazu bei, dass dieser Aufschwung an der Mehrheit der Bürger vorbeigeht? Diese Frage haben wir zu beantworten, diese Frage haben wir zu stellen. Und dann können wir uns über die Löhne auseinandersetzen und wir stellen fest, dass in der jetzigen Situation, nämlich von 2000 bis 2009 in den letzten Jahren, die Löhne in Norwegen um 25,1% gestiegen sind, in Finnland um 22%, in Korea um 18%, selbst in Österreich übrigens noch um 2,7%. Und bei uns sind sie real um 4,5% gesunken. Reale Senkung der Löhne in den letzten 10 Jahren. Und da müssen wir uns die Frage stellen, warum ist es eigentlich so? Und was können wir dazu beitragen, dass wir diese Rutschbahn der Löhne nach unten aufhalten? Dass wir wieder die Menschen in unserem Land, wenn sie schon mehr erwirtschaften, wenn wir schon sowas wie steigende Wachstumsraten haben, was können wir als Linke dazu tun, dass die Menschen an diesem Aufschwung beteiligt werden, dass die was davon haben? Und wenn wir diese Frage stellen, müssen wir uns als erstes die Frage stellen, warum ist es eigentlich anders? Warum sind die Löhne so gerutscht? Und dann haben wir als erstes uns mit der Frage zu beschäftigen, wie sich denn der Arbeitsmarkt verändert hat, liebe Genossinnen und Genossen. Wir hatten vor kurzem eine Veranstaltung unserer Fraktion, eine Parlamentarierveranstaltung, eine Parlamentarierkonferenz haben wir sie genannt. Und dort war der DGB-Vorsitzende Michael Sommer. Und er hat gesagt, was er feststellt ist, dass der Arbeitsmarkt in Unordnung geraten ist. Und der DGB will eine Kampagne machen dafür, den Arbeitsmarkt wieder in Ordnung zu bringen. Und ich sage, diese Unordnung am Arbeitsmarkt hat was mit sinkenden Löhnen zu tun. Der erste Punkt, der was mit sinkenden Löhnen zu tun hat, das ist eins unserer Kernthemen, das hat was mit Hartz zu tun. Hartz ist nämlich nicht nur Quälen der Menschen, die betroffen sind, sondern Hartz heißt, dass Einzelne, die noch in Arbeit sind, so viel Angst vor diesem System haben, dass sie bereit sind, Arbeit aller Art zu akzeptieren, liebe Genossen. Und deshalb ist es auch für uns ein zentraler Punkt, dass wir eines Teils uns um die Betroffenen kümmern, dass wir aber diese Hungerpeitsche begreifen, die mit Hartz verbunden ist. Und im Übrigen, liebe Genossinnen und Genossen, wenn ich jetzt höre, dass Steinmeier,
sich nach außen positioniert und sagt, es war in Ordnung, dass wir die Hartz-Gesetze eingeführt haben. Es war in Ordnung, dass wir tatsächlich mit diesen Hartz-Gesetzen im Prinzip die Löhne nach unten gedrückt haben, denn das ist ja die Konsequenz von dem, was er gesagt hat. Da müssen wir feststellen, nach wie vor ist die SPD eine Hartz-Partei und deshalb müssen wir uns anders und als Gegner dieser Partei positionieren, liebe Genossinnen und Genossen. Und ich möchte euch, ich erzähle dieses Beispiel sehr gerne, weil es sehr einleuchtend ist. In der Region, wo ich herkomme, da gibt es die Firma Schaeffler. Die werde ich heute nochmal erwähnen. Kennt ihr vielleicht? Das war die Dame mit dem roten Schal, die dann Geld wollte, weil sie ihr Unternehmen fast verzockt hätte. Kennt die Firma Schaeffler, die Conti gekauft hat. Soweit bekannt. So, in der Region, wo ich herkomme, gibt es drei Betriebe. Einer hat 5.000 Beschäftigte, zwei kleine, der kleinste 200. Da hat man vernünftige Tarifverträge, dann kommen dort die Beschäftigten und sagen, Klaus, wir müssen was an der Arbeitszeit regeln. Sie wollten, dass Sie 5 Stunden länger arbeiten dürfen, ohne dass Sie dafür bezahlt werden. Also Arbeit ohne Geld sozusagen. Das hatten wir auch schon mal in der Geschichte, das war im alten Rom und in Griechenland und so. Da waren es die Sklaven, die haben auch ohne Geld gearbeitet, ohne Entgelt. Die haben aber wenigstens was zum Essen dafür gekriegt. 5 Stunden ohne Lohn. Dann sage ich, geht doch, haben wir doch Tarifverträge, könnt ihr doch nicht machen. Dann sagen die doch, doch, das müssen wir machen, sonst werden hier nicht mehr investiert und wir verlieren alle unseren Job. Wir konnten das, obwohl die gut organisiert waren, 90% Organisationsgrad, wir konnten das nicht verhindern. Und dann kam ein Kollege, der 50 Jahre alt war, zu mir und hat gesagt, Klaus, du kannst mir viel erzählen, aber wenn ich hier einen Job verliere in dieser Region, bekomme ich eher das Bundesverdienstkreuz, als dass ich noch mehr einen finde. Und in dieser Situation haben sich die Kolleginnen und Kollegen dort bereit erklärt, 5 Stunden ohne Lohn zu arbeiten. Und der Grund war nicht, dass sie bescheuert waren, sondern der Grund war, dass sie gesagt haben, nach einem Jahr Arbeitslosengeld 1-Bezug bin ich im Harz, bin ich bei damals 359 Euro Regelsatz. Und den kriege ich nicht mal, weil mein Haus, das ich mir gebaut habe durch 30 Jahre Arbeit, das ist zu groß, ich muss das möglicherweise verkaufen. Außerdem verdient meine Frau noch dazu, das wird angerechnet in der Bedarfsgemeinschaft. Ich kriege eigentlich null. Und das ist der Sinn von Harz, den Leuten so viel Angst zu machen vor Arbeitslosigkeit, dass sie sogar bereit sind, umsonst zu arbeiten. Und diesen Skandal ist der erste Skandal und der wichtigste Skandal, dass wir das ändern, dass wir das abschaffen. Und deshalb bleibt es dabei, dass wir uns nie mit diesen Harzgesetzen abfinden dürfen, liebe Genossinnen und Genossen. Und der zweite Punkt, wo die Unordnung am Arbeitsmarkt ist, den wir wieder ordnen müssen, und der findet vor allen Dingen auch in den neuen Ländern statt, liebe Genossinnen und Genossen, das ist die Frage der befristeten Arbeitsverhältnisse. Jetzt gibt es eine Studie des Instituts für Arbeitsmarkt und Berufsforschung. Der Joachim Möller, der Direktor dieses Instituts, hat jetzt nochmal Zahlen zusammengestellt, die teilweise von dem auch abweichen, was wir bisher gehabt haben. Er stellt fest, dass jede zweite Neueinstellung in unserem Land, jetzt in diesem aktuellen Aufschwung, jede zweite Neueinstellung nur noch ein befristeter Job ist, liebe Genossinnen und Genossen. Von den unter 25-jährigen Menschen in unserem Land haben inzwischen 40%, also fast die Hälfte, 40% nur noch befristete Beschäftigung. Den Jungen versperrt man damit den Weg, ihre Zukunft einigermaßen vernünftig zu planen. Irgendwann zu sagen, ja, ich kann eine Familie gründen. Wir beschweren uns über die Tatsache, dass bei uns die Frauen zu wenig Kinder kriegen. Das liegt nicht an der Lust, sondern es liegt am Hirn der Menschen, dass sie sagen, können wir unsere Kinder auch noch ernähren unter solchen Verhältnissen. Das ist doch die Frage, liebe Genossinnen und Genossen, die wir stellen müssen. Ja, so ist es. Und dann müssen wir uns überlegen, wie wir solche Verhältnisse wieder ändern. Deshalb sagen wir als Linke, nein, wir wollen keine befristeten Verhältnisse. Wir wollen, dass die Menschen unbefristet beschäftigt werden. Dass die Menschen einen Arbeitsvertrag haben, der nicht einfach aufgelöst ist nach einer bestimmten Zeit, sondern wo zumindest die Betriebsräte, die Interessenvertretungen mitreden können, ob der im Betrieb bleibt oder nicht. Das ist ein ganz wichtiger Punkt, insbesondere für die jungen Menschen in unserem Land. Und der zweite Punkt, das ist die Leiharbeit, liebe Genossinnen und Genossen. Wir wissen, dass ein großer Teil der Menschen inzwischen spricht dieses IAB davor, dass es bei Leiharbeit so war, dass sich seit 1994 die Zahl der Leiharbeitnehmerinnen und Leiharbeitnehmer verfünffacht hat und dass nur 7% derer, die ein Leiharbeitsverhältnis haben, hinterher in diesem Betrieb beschäftigt bleiben. Nur 7%, der sogenannte Klebeeffekt, dem immer diskutiert wird. Nur 7%, also blanke Lüge. Es ist nicht der Einstieg in eine vernünftige Beschäftigung, wenn man ein Leiharbeitsverhältnis hat. Aber wir wissen, dass bei Leiharbeit bis zu 50% weniger bezahlt wird.
50%. Deshalb sagen wir als Linke, wir wollen wieder Ordnung auf dem Arbeitsmarkt herstellen. Wir wollen wieder vernünftige Arbeitsverhältnisse. Deshalb ist unsere Position, dass wir sagen, nicht nur gleicher Lohn bei gleicher Arbeit, das ist ja nur einfach, sondern wir wollen die Verhältnisse so regeln, wie sie zum Beispiel in Frankreich schon geregelt sind. Da gibt es eine Zulage von 10% für alle die, die ein Leiharbeitsverhältnis eingehen müssen, damit wir Leiharbeit nicht nur teurer machen, sondern damit wir deutlich machen, ein Leiharbeitnehmer und eine Leiharbeitnehmerin, die haben auch eine besondere Situation. Sie müssen dauernd andere Jobs annehmen, sie müssen andere Vorgesetzte akzeptieren, sie müssen dauernd anderen Arbeitsplatz für sich akzeptieren. Und wir wollen, dass diese Dinge, wenn sie besonders sind, auch besonders bezahlt werden. Liebe Kolleginnen und Kollegen, liebe Genossinnen und Genossen, jeder, der sich einen VW kauft, einen normalen, der zahlt einen bestimmten Preis. Wenn aber dieser VW ein goldenes Lenkrad hat und was weiß ich, was für Speichen und sonst einen Schnickschnack, dann muss man besonders dafür bezahlen. Wenn man von den Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern besondere Flexibilität erwartet, dann muss man sie auch bezahlen. Und nicht sagen, wir sind der billige Jakob, liebe Genossinnen und Genossen. Das muss unsere Position sein. Und wir haben eine weitere unglaubliche Situation an den Arbeitsmärkten. Ich habe das auch in dieser Dimension so noch gar nicht wahrgenommen gehabt. Die Zahl der Selbstständigen hat sich von 1994 um knapp 900.000 auf 4,1 Millionen erhöht. 4,1 Millionen Selbstständige. Wisst ihr, das sind aber keine Selbstständigen sozusagen mit einem großen Unternehmen im Hintergrund, sondern das sind in der Regel Solo-Selbstständige. Die sind Leute, die aus einer vernünftigen Beschäftigung rausgedrängt wurden und jetzt sozusagen als Solo-Selbstständige, als Einzelunternehmen meistens mit einem hohen Maß an Selbstausbeutung arbeiten müssen, liebe Genossinnen und Genossen. Und ich sage, all das hat dazu beigetragen, all diese Arbeitsverhältnisse, Leiharbeit, Befristung, ein Nichtvorhandensein eines Mindestlohns, auf den komme ich noch, dass sich die Löhne nach unten entwickelt haben in einer Art und Weise, dass wir zum Problemfall für ganz Europa geworden sind. Warum? Weil wir durch die Tatsache, dass bei woanders die Löhne gestiegen sind, die Arbeitskosten gestiegen sind, bei uns sie im Prinzip sogar gesunken sind, dass das im Ergebnis dazu beiträgt, dass wir natürlich konkurrenzfähiger sind wie die anderen, dass wir Exportüberschüsse haben von 1.000 Milliarden Euro in den letzten 10 Jahren, dass deshalb natürlich gleichzeitig dieses Geld bei uns nicht bei den Bürgern angekommen ist, diese Exporterfolge, dass wir deshalb nicht höhere Importe haben und dass deshalb natürlich die anderen irgendwann Probleme haben, bei uns noch was kaufen zu können. Sie bringen ihre Staatshaushalte in Unordnung, sie müssen sich verschulden und Ergebnis ist, wir müssen mit ebenfalls Verschuldung unserer Staatshaushalte dann den Euro und die entsprechenden Staaten unterstützen. Das ist doch verrückt, liebe Genossinnen und Genossen. Das ist doch verrückt. Wir müssen die Partei sein, und das ist das Fazit dieses Punktes, wir müssen die Partei der Verteilungsgerechtigkeit sein. Wir wollen, dass die, die sich den Reichtum in dieser Gesellschaft erwirtschaften, ihn auch bekommen. Und nicht nur die, die Couponschneider sind in diesem Land, liebe Genossen. Das ist ein zentraler Punkt der Linke. Ein zweiter Punkt, der damit im Zusammenhang steht, ist natürlich die ganze Frage der Sozialpolitik. Wir müssen die Partei sein der sozialen Gerechtigkeit. Und das heißt, bezogen auf den Staat, auf den Sozialstaat, dass wir gucken müssen, wer finanziert ihn eigentlich und dass wir schauen müssen, wer kriegt was davon. Kommen wir als erstes zur Finanzierung. Wir sind die Partei, die ein anderes Steuersystem vorschlägt. Wir wollen, dass wir all die Menschen, das haben wir vor kurzem auch in der Öffentlichkeit vorgestellt, all die Menschen, die unter 6.000 Euro verdienen, steuerlich entlastet werden, und wir wollen alle die über 6.000 Euro verdienen, steuerlich belasten durch eine Veränderung des Einkommensteuertarifs. So, und jetzt bin ich mir sicher, dass wir dort von unserem Klientel, sage ich jetzt mal, relativ wenig erwischen, die mehr zahlen müssen. Dass wir aber eine ganze Reihe derer erwischen, die mehr zahlen müssen, die in der Vergangenheit durch Rot-Grün aus meiner Sicht vollkommen falsch entlastet wurden. Und wenn jetzt selbst wieder die Grünen und die SPD sagen, sie wollen den Einkommensteuertarif ändern, sie wollen den Spitzensteuersatz anheben, liebe Genossinnen und Genossen, dann ist es richtig. Es wäre viel richtiger gewesen, sie hätten ihn nie gesenkt, dann hätten wir jetzt nicht die Probleme im Staatshaushalt. Auch das ist eine Wahrheit, auf die man immer wieder hinweisen muss. Ich sage aber auch, wir dürfen uns an der Stelle nicht kirre machen lassen. Nur weil die anderen unsere Forderungen übernehmen, sind wir noch lange nicht überflüssig. Sie würden unsere Forderungen nicht nur nicht übernehmen, sie würden es wieder umkehren, wären wir nicht da. Das möchte ich auch sagen.
Weil ich habe den Eindruck, viele denken immer, hoppla, die schreiben ja jetzt alle bei uns ab. Die Grünen übernehmen unsere Positionen, auch die sind wieder für eine Erhöhung des Spitzensteuersatzes. Die SPD übernimmt unsere Positionen, alle diskutieren über den Auszug aus Afghanistan, alle schreiben bei uns ab und dann gibt es bei uns so einen Angstreflex, ja, sind wir denn dann eigentlich noch wichtig? Ja, aber was ist denn das für ein gottverdammter Quatsch, liebe Genossinnen und Genossen? Wenn die anderen bei uns abschreiben, dann übernehmen sie unsere Positionen und beweisen damit, wie richtig wir liegen. So einfach ist es. Und ich sage euch, wenn wir weg wären, wären die sehr schnell wieder anders. Und deshalb bleiben wir bei unseren Positionen. Der zweite Punkt, der damit zusammenhängt, wie dieser Staat finanziert wird, ist die Frage natürlich der Vermögensteuer. Wir sind die Einzigen, die diesen Vorschlag machen, einer Millionärsteuer. Und wir wissen, dass wir damit ca. 80 Milliarden Euro zusätzlich im Staatshaushalt hätten. Wenn wir Vermögen über 1 Million jeweils zusätzlich besteuern würden, nochmal, dass es jeder versteht, bis zu 1 Million passiert überhaupt nichts. Wer 999.999 Euro Vermögen hat, wird überhaupt nicht betroffen, sondern es wird nur das Vermögen über 1 Million zusätzlich betroffen. Also, Stine, bist nicht dabei. Nur, hoffe ich jetzt. Nur, nee, sonst wäre ja das eine schlechte Forderung für dich. Aber wobei ich auch sagen will, wir sind die einzige Partei beim Einkommensteuertarif, um das mal zu sagen, wo wir alle wissen, dass wir selber betroffen werden, weil man mehr zahlt. Alle anderen Parteien holen sich das Geld immer bei den anderen. Das machen wir nicht, liebe Genossen. Wir sind selber der ein oder andere, der einigermaßen verdient, zum Beispiel die Abgeordneten des Deutschen Bundestags. Wir wären von dieser Forderung betroffen. So, und das ist auch richtig so. Aber jetzt nochmal zur Vermögensteuer. Also es geht nur um den Euro über 1 Million. Und da sage ich, das ist eine richtige Forderung, eine richtige Position, weil es genau die Gruppe betrifft, die in der Vergangenheit ganz besonders von diesem Aufschwung profitiert hat und im Übrigen auch in der Vergangenheit ganz besonders entlastet wurde. Ich habe mit Erstaunen festgestellt, liebe Genossinnen und Genossen, dass jetzt die Steuergewerkschaft, ich weiß nicht, ob ihr da schon mal davon gehört habt, die Steuergewerkschaft, die hat jetzt Folgendes festgestellt. Die hat festgestellt, in vielen Bundesländern werden die Millionäre bevorzugt, weil wir nämlich zum Beispiel, ich sage das jetzt mal, weil ich aus dem Süden bin, in Baden-Württemberg und in Bayern sogar die Zahl der Betriebsprüfer gesenkt haben, die Steuerprüfungen zu tun haben. Und dann schätzt der Chef dieser Steuergewerkschaft, Herr Ondraček, in einem Interview, ich will euch das mal zitieren, er sagt, Zitat, durch laxe Steuerkontrollen lässt sich der Staat jedes Jahr 30 Milliarden Euro entgehen. Die Hälfte davon ließe sich schon mit etwas mehr Personal eintreiben. Stattdessen aber entsteht eine kuriose Situation. Die Finanzverwaltung baut vielerorts Stellen ab. Und er sagt, in Deutschland fehlen 15.000 Beamte, davon 5.000 im Außendienst wie Betriebsprüfer und Fahnder. Das bedeutet, dieser Staat verzichtet auf ca. 30 Milliarden Steuereinnahmen im Jahr, weil er darauf verzichtet, 15.000 zusätzliche Stellen in der Steuerverwaltung einzustellen. Ein Skandal, liebe Genossen. Und es führt dazu, dass insbesondere große Betriebe, es führt dazu, dass Millionäre im Prinzip Millionäre alle 20 Jahre mal eine Steuerprüfung kriegen, liebe Genossen und Genossen. Und dann werben einige Staaten dafür, dass bei ihnen die Steuerprüfung relativ selten ist. Das ist nichts, was mit Steuergerechtigkeit noch zu bezeichnen ist. Wir sind die Partei, die sagt, wir wollen Steuergerechtigkeit. Wer mehr verdient in diesem Land, der muss auch mehr zahlen. Und wenn er nicht zahlt, muss er kontrolliert werden. Und wenn er nicht kontrolliert wird, dann entzieht er sich dessen, was eigentlich selbstverständlich ist in diesem Land. Deshalb sagen wir, wir wollen eine Vermögensteuer, wir wollen einen gerechten Einkommensteuertarif, aber wir wollen, dass es auch kontrolliert wird, liebe Genossinnen und Genossen. Stellt euch mal vor, dann tauchen solche CDs auf, wo Steuerflüchtlinge drauf sind. Und dann findet in Deutschland eine Diskussion statt, ob man diese CDs jetzt verwenden darf, um diese Steuersünder zu kaufen. Ist es nicht unglaublich? Wisst ihr, warum die FDP zurzeit so schlechte Umfragewerte hat? Weil offensichtlich die Mitglieder dieser Partei und die Sympathisanten dieser Partei immer noch beschäftigt sind, ihre Selbstanzeige zu schreiben. Die haben gar keine Zeit, sich an Umfragen zu beteiligen. Das ist die Realität in diesem Land. Liebe Genossinnen und Genossen,
Und dann ist natürlich die Frage, wer finanziert den Staat und wer kriegt was vom Staat? Und dann sind wir bei der Ausgestaltung unseres Systems. Und dann sind wir beim ersten Punkt, das ist die Rente. Liebe Genossinnen und Genossen, Rente bis 67. Gerade hat mir die Anita Zack gesagt, sie ist eigentlich dafür, dass sie mit 60 in Rente geht. Sie hat vollkommen recht, liebe Genossinnen und Genossen. Und jetzt überlegen wir uns mal, oder lassen Sie uns gemeinsam darüber nachdenken, ob das eigentliche Argument eigentlich stimmt. Und das ist ein zentrales. Dass wir deshalb länger arbeiten müssen, weil wir länger leben. Demografie. Dann sagt man uns immer, wir sind nicht bereit zu akzeptieren, dass die Rentenbezugszeit, also die Zeit, wo man aufhört zu arbeiten, bis man stirbt, das ist die Rentenbezugszeit, dass die länger wird und dass man deshalb länger arbeiten wird. Wir akzeptieren, dass die länger ist, wir sind ja nicht bescheuert, das merkt ja jeder. Aber die Frage ist, muss man deshalb länger arbeiten? Und dann gibt es zwei wesentliche Punkte, die dabei wichtig sind. Der erste Punkt ist, demografische Veränderung, wie wirkt sie sich aus auf die Frage der Renten? Wir haben in der Bundesrepublik eine durchschnittliche Wachstumsrate des Kuchens, der zu verteilen ist, Bruttoinlandsprodukts von 1,4%. Steigt es jährlich. Mal in der Krise geht es mal runter, nach der Krise geht es wieder hoch. 1,4% im Schnitt. Und jetzt frage ich euch im Jahr 2030, ist dann dieser Kuchen größer oder ist er kleiner, wenn er jährlich 1,4% steigt? Selbst mit Volksschule Sauerland, wie Herr Müntefering, müsst ihr zum Ergebnis kommen, er ist circa um 30% größer. Wenn er jährlich 1,4% steigt in 20 Jahren, ist er ungefähr um 30% größer. Und jetzt kommt der nächste Punkt. Wie viele Menschen müssen sich diesen größeren Kuchen im Jahr 2030 teilen? Das ist jetzt die Frage der demografischen Veränderung. Haben wir mehr oder weniger Menschen im Jahr 2030? Weniger. Es gibt kaum einen, der sagt, wir haben mehr. Dann ist er leicht am anderen Stern. Jeder sagt, die Bevölkerung bei uns nimmt ab. So, Kolleginnen und Kollegen, liebe Genossinnen und Genossen, jetzt kommt wieder Volksschule Sauerland. Wenn der Kuchen größer wird, aber sich weniger Leute den Kuchen teilen müssen, können dann die Kuchenstücke größer oder kleiner sein? Ja, logischerweise werden die Kuchenstücke, könnten die größer sein. Was ist jetzt mit der Demografie, liebe Genossinnen und Genossen? Das ist jetzt eine demografische Betrachtung. Jetzt kommt natürlich jeder, sagt doch, der spinnt doch, da stimmt doch was nicht. Es stimmt auch was nicht. Wisst ihr, was nicht stimmt? Irgendjemand klaut den halben Kuchen, bevor er an den Rest verteilt wird. Das hat aber mit Demografie nichts zu tun, sondern mit Kuchenklau, liebe Genossinnen und Genossen. Das ist das entscheidende Moment. Und jetzt können wir uns nochmal überlegen, wie denn dieser Kuchenklau funktioniert. Der Kuchenklau funktioniert ganz einfach. Wir wissen, dass die Renten bezahlt werden von denen, die sozialversicherungspflichtig beschäftigt sind, bis zu einer bestimmten Einkommensgröße, 5.800 Euro. Einkommensbemessungsgrenze circa, ne? So. Und was passiert jetzt? Wenn genau die Einkommen der Menschen in dieser Preisklasse, der normalen sozialversicherungspflichtig Beschäftigten, wenn die Einkommen derer sinken, das hatten wir ja gerade, aber genau auch von deren Einkommen alles finanziert werden muss, wenn von deren Einkommen letztendlich finanziert werden soll, das ganze Sozialsystem, dann kann doch was nicht aufgehen, liebe Genossinnen und Genossen. Deshalb sagen wir, die Frage der Verteilungsgerechtigkeit hängt auch zusammen mit der Gerechtigkeit in unseren Sozialsystemen. Wir brauchen wieder vernünftige Einkommensverteilung, dann können wir auch wieder vernünftige Renten beziehen. Und ich sage euch eins noch zur Rente mit 67. Wie viele Leute im Alter von 64 haben noch eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung? Vollzeit. Vollzeit. 64. Und das ist die entscheidende Gruppe. Die SPD sagt immer, die Gruppe der 60- bis 65-Jährigen. Das ist doch Quatsch. Zwischen 60 und 64 scheiden die meisten aus dem Erwerbsleben aus. Wenn die länger arbeiten sollen, brauche ich bis 64 noch einen Job. Nicht mit 62, mit 64, wenn ich 65 und 66 arbeiten soll. Wie viele Menschen haben da noch eine sozialversicherungspflichtige Beschäftigung mit 64? Das sind 6,4%. Und dann gibt es Berufsgruppen, die liegen bei 2. So, alleine wenn man sich das betrachtet, wird deutlich, es geht bei dieser Rentenpolitik, die die Bundesregierung betreibt, wo wir eine ganz andere Position haben, geht es um eine ganz andere Frage. Es geht bei der Rentenpolitik um die Frage der Rentenkürzung. Wir sollen uns alle privat versichern. Wir sollen unser Geld zur Allianz und zur Deutschen Rück und zu anderen bringen.
dass dort die Kohle fließt, liebe Genossinnen und Genossen. Das hat ja mit Demografie nichts zu tun, sondern ich sage es nochmal, mit Kuchenklau und Umverteilung. Und wir sind die Partei, die dafür sorgt, dass die Menschen wieder vernünftig sozial abgesichert sind. Deshalb wollen wir eine Erwerbstätigenversicherung bei der Rente, die armutsfest ist und gleichzeitig den Lebensstandard im Alter sichert. Das ist unsere Position, liebe Genossinnen und Genossen. Und da reicht es, wenn man bis 65 arbeitet. Ich erspare mir jetzt diese Positionen zur Gesundheitspolitik, die wisst ihr. Aber ein dritter Punkt und ein letzter Punkt, der mir ganz besonders wichtig ist, den möchte ich noch ansprechen. Das betrifft jetzt unseren dritten Punkt als Linke, die Frage der Demokratie. Da spielen einige Dinge eine Rolle, die aus dem Ruder gelaufen sind. Aus dem Ruder gelaufen ist die Finanzierung der größten Krise, die wir in der Nachkriegsgeschichte hatten, nämlich die Finanzierung dieser Wirtschafts- und Finanzkrise. Was ist da passiert? Es ist passiert, dass es den Banken in dieser Gesellschaft und nicht bloß bei uns, sondern Europa und weltweit gelungen ist, sämtliche Bürger der Staaten in Geiselhaft für ihre Schulden zu nehmen und die Bürger des Landes zu enteignen, um die eigenen Profite zu sichern. Das ist dort passiert. Und jetzt überlegen wir uns, was jetzt in der Praxis läuft. Jetzt haben sich die Staaten verschuldet, weil sie die Banken gerettet haben. Unter anderem auch Bundesrepublik Deutschland. Haben die sich verschuldet und jetzt müssen sie Geld aufnehmen. Wo nehmen sie die Gelder auf? Bei den privaten Banken. Wo haben die privaten Banken die Gelder her? Von der Europäischen Zentralbank. Die Europäische Zentralbank verleiht Geld für 1% an die privaten Banken und die Banken kaufen dann mit einem Zinssatz von 11% Staatsanleihen, zum Beispiel von Griechenland, oder 8% von Irland. Das bedeutet, man leiht sich das Geld für 1% und leiht es für 11% weiter. Das ist ein guter Schnitt. Ich würde schon fast sagen, das ist Wucher. Und finanziert werden diese Zinsen durch die Bürger der Staaten, die letztendlich diese Zinslasten zu tragen haben. Deshalb haben wir eine ganz klare Position, liebe Genossinnen und Genossen. Diese Banken haben momentan die Bürger enteignet. Wir müssen dazu kommen, dass die Banken ihre reale Aufgabe wieder erfüllen. Die reale Aufgabe des Finanzwesens ist, die Realwirtschaft mit vernünftigen Krediten zu versorgen und sich nicht selbst den Kuchen sozusagen halb anzueignen. Und deshalb halte ich es für richtig, dass wir in unserer Programmdebatte die Position aufgenommen haben und gesagt, wir müssen die Banken unter gesellschaftliche Kontrolle stellen, liebe Genossinnen und Genossen. Selber kriegen die das nicht mehr hin. Das ist ein ganz wichtiger Punkt. Und ich sage auch, wenn ihr euren Kontostand seht und ihr seid über eurem Dispo, dann zahlt ihr teilweise 18% Zinsen, liebe Genossen. 18% Zinsen. Es gibt einen aus meiner Sicht sehr guten österreichischen Ökonomen, das ist der Schulmeister. Heißt so, Stefan Schulmeister. Der hat eine der wichtigsten Regeln der Ökonomie nochmal beschrieben. Das ist die VNKN-Regel. Kennt ihr einer? Ganz eine einfache Regel. Von nichts kommt nichts. Das ist deshalb so wichtig, weil er sagt, wenn das Geld, das in der Realwirtschaft erwirtschaftet wird, nicht mehr in der Realwirtschaft landet, sondern im Bankensektor versandet, dann kann eine Ökonomie nicht funktionieren, dann entstehen Blasen. Aber diese Blasen führen eben nicht dazu, dass eine Ökonomie gedeiht, dass es den Bürgern besser geht, sondern sie platzen und durch das System, durch das Bankensystem, werden die Bürger zur Kasse gebeten für das, was die anderen abgezockt haben. Dieses System muss durchbrochen werden. Deshalb Banken unter gesellschaftlicher Kontrolle. Und der zweite Punkt, der damit eine Rolle spielt, Genossinnen und Genossen, das ist die Frage, wie ist denn das eigentlich mit dem Eigentum? Wie begründen wir eigentlich Eigentum? Wir sagen, wir begründen Eigentum durch Arbeit. Jetzt nehme ich wieder die berühmte Frau Schäffler. Die hat es im Jahr 2007 zu einem Vermögen von 5,4 Milliarden Euro gebracht. Durch eigene Hände Arbeit, Samstag, Sonntag, Sonderschichten, Überstunden. 5,4 Milliarden Euro. Eine Familie. Sie mit ihrem Sohn, Frau Schäffler und ihr Sohn. Jetzt habe ich mal ausgerechnet, wenn die einen Lohn hatte in ihrem Leben von 50.000 Euro im Jahr, das ist keine schlechte Vergütung, 50.000 Euro im Jahr. Wie lange muss die eigentlich gearbeitet haben, dass sie auf 5,4 Milliarden kommt? Ich habe es mir ausgerechnet, 108.000 Jahre. Merkt ihr was? An dem Vermögen von 5,4 Milliarden Menschen, 5,4 Milliarden Euro müssen doch ein paar andere beteiligt gewesen sein. Brecht schreibt immer in dem, wer baute da 7-torige Theben? Haben die Könige die Felsbrocken herbeigeschleppt? Hat die Frau Schäffler die
Kugellager gebaut. Nein, da waren zigtausende von Menschen dabei. Diese Menschen haben aber leider keinen Einfluss auf das, was mit dem passiert, was sie an Eigentum erworben werden. Die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer werden täglich enteignet am Arbeitsplatz. Und im Ergebnis bestimmt die Frau Schäffler, was mit diesem Betrieb passiert. Ob er verlagert wird, ob die Menschen entlassen werden, ob eine Produktion eingestellt wird, obwohl sie noch rentabel ist, ob die Firma Conti gekauft wird, die viel größer ist und der ganze Betrieb halb ruiniert wird. Es fliegt ja nicht die Frau Schäffler raus, es fliegen ja die Leute raus. Und deshalb sagen wir, wir brauchen mehr Demokratie im Betrieb, wir brauchen Wirtschaftsdemokratie, wir brauchen, dass die Menschen mitentscheiden können, was mit ihren Betrieben passiert, liebe Genossin Groth. Das ist eine zentrale Position in unserem Programm. Und zur Frage der Demokratie gehört auch, dass sich die Menschen mehr als bisher wehren können gegen Dinge, die sie nicht akzeptieren. Zum Beispiel die Frage des politischen Streiks. Wir haben die immer aufgegriffen. Liebe Genossinnen und Genossen, jetzt wehren sich die Franzosen gegen die Anhebung ihrer Rente. Da geht es nur auf 62, bei uns geht es auf 67. Die machen Rambazamba mehrere Tage und Wochen. Und aus meiner Sicht haben die noch nicht ganz verloren. Zumindest wird sich jede Regierung überlegen, ob sie bis 62 noch hinausgehen will. Wir sind schon bei 67. Und wisst ihr, was mich so ärgert und wirklich auch bedrückt, und ich habe das dem Michael Sommer auch schon gesagt, mich ärgert, dass wir es nicht hinkriegen in diesem Land Deutschland, dass wir merken, dass einer unserer Nachbarn ebenfalls zur selben Position kämpft, auch wenn es um andere Zahlen geht wie bei uns, dass wir einen gemeinsamen Aktionstag hinkriegen, einen gemeinsamen politischen Streik, Deutschland und Frankreich gemeinsam, um zu sagen, das, was wir machen mit Rente 67, setzt alle anderen unter Druck und die müssen dann auf 62 hören. Warum eigentlich nicht? Wir sagen, die Menschen müssen sich wehren können gegen Ungerechtigkeiten, gegen unsaubere Verhältnisse. Deshalb auch politischer Streik und deshalb auch mehr Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an dem, wie es ihnen sozusagen tatsächlich ergeht. Ich komme jetzt zum Schluss, liebe Genossinnen und Genossen. Ich möchte noch mal ganz kurz eingehen auf die Wahlen, die zurzeit vor uns stehen, weil die ja von besonderer Bedeutung sind. Wir haben jetzt Hamburg einigermaßen gut hingekriegt. Es war ein Riesenerfolg. Warum? Weil man natürlich in der Partei, das wissen wir alle selber, nicht gerade den besten Lauf haben, sondern hat man das einige andere übrigens auch an eigenen Fehlern hinzunehmen, was uns nicht immer nach vorne gebracht hat. Aber das zeigt, das Wahlergebnis von Hamburg zeigt, dass wir mit 6,4% dasselbe Ergebnis, das wir hatten, offensichtlich inzwischen eine stabile Wählerschaft haben. Die Menschen sagen, die Linke wird gebraucht. Sie trauen den anderen Parteien trotz allem nicht mehr, sondern wir sind mit 6,4% auf gutem Weg, auch was die anderen Wahlen angeht. Wir wollen in Sachsen-Anhalt einen Politikwechsel. Und vor allen Dingen, um es auch nebenbei, wo es nebenbei eigentlich ungerecht wäre oder auch nicht angemessen ist, aber wir wollen auch mit einem vernünftigen Ergebnis von in Sachsen-Anhalt verhindern, dass überhaupt die NPD eine Chance hat, in diesen Landtag einzuziehen, liebe Genossen. Auch das ist ein ganz zentraler Punkt. Und es ist für uns von besonderer Bedeutung, dass wir in Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg zum ersten Mal reinkommen in die Landtage. Das ist deshalb so wichtig, liebe Genossen, dass deutlich wird, wir sind stabil und haben weiter einen Trend des Wachsens, weil dann werden wir ernst genommen. Was mich allerdings ärgert, das gebe ich zu, dass dann Bayern das letzte Bundesland ist, wo wir noch nicht im Landtag sind. Aber das kriegen wir dann auch noch hin im Jahr 2013. Wir haben in Hessen und in Niedersachsen Kommunalwahlen, ich werde das jetzt nicht ausbauen, wir haben die Wahl in Bremen und dann natürlich in Berlin, Mecklenburg und Mecklenburg-Vorpommern, liebe Genossinnen und Genossen. Und dort geht es uns natürlich darum, die Regierungsfähigkeit und unsere Positionen auch in der Regierung umzusetzen und deshalb nochmal zu diesem Punkt Regierungsbeteiligung, dass da auch deutlich ist. Es gibt niemand, oder jedenfalls niemand Ernstzunehmenden, der sagt, wir schließen Regierungsbeteiligung prinzipiell aus. Das ist ein blanker Unfug. Sondern unsere Haltung muss sein, wir müssen uns jeweils entscheiden, in welcher Situation wir unsere Positionen am besten durchsetzen können. Und das kann auf der einen Seite in Regierungen sein, kann auf der anderen Seite in Opposition sein. Entscheidend ist, dass jeweils unser Kern, unserer Politik entweder in der einen oder anderen Weise sichtbar ist. Das ist die Frage. Und dass wir nicht regieren im Westen, hat nichts damit zu tun, dass wir da nicht wollen. Im Saarland sind die Grünen gekauft worden von der FDP, allenthalben bekannt. In Hamburg, in der alten Koalition, die Grünen haben sich auf die Seite der Schwarzen geschlagen. Das war ja auch nicht unser Wille. In Hessen lag es ja auch nicht an uns. Da haben ja die anderen sich selbst zerlegt, weil sie sich nicht einigen konnten, ob sie mit uns wollen oder nicht. Das waren ja auch nicht wir, die gesagt haben, wir wollen dort nicht regieren. Und deshalb sage ich, selbstverständlich muss Regierungspolitik immer eine Option für uns sein. Und ich sage nochmal bezogen jetzt auf die Wahlen,
auf Rheinland-Pfalz und Baden-Württemberg, besonders in Baden-Württemberg. Es zeigt sich dort, dass ein Politikwechsel nur mit den Linken möglich ist. Sonst bleiben dort die Schwarzen im Amt. Und das wollen wir verhindern, um jeden Preis verhindern, liebe Genossinnen und Genossen. Das ist doch eine ganz klare Haltung. Und bezogen auf die Bundesrepublik heißt es, liebe Genossinnen und Genossen, bezogen auf die Bundesrepublik heißt es, wir wollen 2013 Schwarz-Gelb ablösen. Ganz eine klare Position. Wir wollen, dass Schwarz-Gelb nicht mehr regiert. Eindeutig und klar. Und selbstverständlich heißt es, dass wir dann, wenn wir die Chance haben, das tun, was notwendig ist, dass wir Schwarz-Gelb ablösen. Und ich sage euch auch, dass dieser Westerwelle noch im Amt ist, das ist eigentlich eine Zumutung für diese Republik, liebe Genossinnen. Eine Zumutung für diese Republik. Wer die Menschen so verhöhnt mit spätrömischer Dekadenz und selber am Tropf hängt, dass es gerade so kracht, der hat eigentlich das Dasein als Politiker in dieser Republik verwirkt. Und es ist auch nicht akzeptabel, liebe Genossinnen und Genossen, das zum Schluss, dass eine Kanzlerin offensichtlich große Mühen hat, einen bundesweit bekannten Betrüger, denn es ist ja offensichtlich der Gutenberg, dass man jetzt darüber jammert, dass der weg ist. Ja, wo sind wir denn eigentlich, liebe Genossinnen und Genossen? Jetzt gibt es Demonstrationen, die wollen den Gutenberg wiederhalten. Manchmal denke ich, ich lebe auf einem anderen Stern. Jeder normale Schüler, jeder normale Student, der so fälscht wie der, der hat den Zenit seiner Karriere überschritten, der wartet schon wieder auf die nächste. Es ist ungeheuerlich. Liebe Genossinnen und Genossen, wir sind Garant dafür. Und wir waren die Ersten, die es auch bei Gutenberg gesagt haben. Wir sind die Einzigen und die Ersten gewesen, die gesagt haben, jetzt reicht's. So geht's nicht in diesem Land. Und ich sage euch, egal wo wir die Wahlen haben und egal in welchem Zusammenhang, wir müssen dafür sorgen, dass wir als Linke stärker werden. Nicht als Selbstzweck, sondern um die Situation der Menschen in unserem Land positiv zu verändern. Ich wünsche mir, dass ihr mit dem, wie ihr die Politik hier betreibt, in der Regierung daran kräftig teilhabt, damit er kräftig mitwirkt, damit unsere Partei insgesamt vorankommt. Ich wünsche mir, dass wir insgesamt als Bundespartei uns vor allen Dingen mit unseren politischen Gegnern beschäftigen, unsere Inhalte nach vorne stellen, anstatt uns mit uns selbst zu beschäftigen. Das ist schon die halbe Miete, liebe Genossinnen und Genossen. Ich danke fürs Zuhören.